Hallo liebe Kinder, wir wiederholen heute das Vergleichen mit dem Krokodil und dem Größer-Kleiner-Gleichzeichen. Wenn das Krokodil die Wahl hat zwischen einem großen Fisch und einem kleinen, dann dreht es sich natürlich zu dem großen Fisch und reißt das Maul auf, um ihn zu fressen. Wenn der Fisch auf der anderen Seite größer ist, dann dreht sich das Krokodil so rum. Wenn das Krokodil die Wahl hat zwischen vielen Fischen und wenigen, dann dreht es sich natürlich zu der Seite, auf der die vielen Fische sind. Wenn auf der anderen Seite mehr Fische sind, dann dreht es sich natürlich andersrum, um mehr Fische zu fressen. Mathematiker erfinden gerne Zeichen. Und das ist auch gut so, sonst müsstest du jedes Mal ein ganzes Krokodil malen, wenn du zwei Zahlen vergleichen würdest. Dieses Zeichen haben sie erfunden für links ist größer als rechts. Das Zeichen heißt ist größer als. Dieses Zeichen heißt ist kleiner als. Also die linke Seite ist kleiner als die rechte. Hier siehst du die Zeichen nochmal ohne Krokodil. Ist größer als und ist kleiner als. Was aber, wenn beide Fische gleich groß sind? Da kennt sich das Krokodil nicht mehr aus. Es lässt sein Maul offen stehen und dreht sich hin und her, weil es sich nicht entscheiden kann. So ist das Ist-Gleichzeichen entstanden, vom offen stehenden Krokodilsmaul. Das Ist-Gleich bedeutet, beide Seiten sind gleich groß oder gleich viel. Wie funktioniert das Ganze jetzt mit Zahlen statt mit Fischen? Na klar, das Krokodilszeichen will die 6 schnappen, denn die 6 ist größer als die 3. Wir lesen in Leserichtung von links nach rechts. 6 ist größer als 3. Zwei neue Zahlen. Diesmal größer als 10, denn die Zahlen bis 20 kennen wir ja jetzt schon. Das Krokodilszeichen will die 15 schnappen. Die 15 ist schließlich größer als die 12. Wir lesen aber wieder in Leserichtung von links nach rechts. Und wir sagen, 12 ist kleiner als 15. Manchmal musst du erst eine Rechnung lösen, um das Krokodilszeichen zu wissen. Wir sollen 10 plus 9 und 20 vergleichen. Welches Zeichen gehört in die Mitte? Zuerst müssen wir die Rechnung ausrechnen. 10 plus 9 ist gleich 19. Wir können es in klein hinschreiben oder uns im Kopf merken. 10 plus 9 ist kleiner als 20. Ganz schön knifflig. Diesmal müssen wir gleich zwei Rechnungen ausrechnen, um zu wissen, welches Krokodilszeichen hineingehört. 7 plus 3 ist 10. 5 plus 4 ist 9. 7 plus 3 ist größer als 5 plus 4, denn 10 ist größer als 9. Was passiert, wenn beide Seiten gleich groß sind? 10 plus 10 ist 20. 20 ist das gleiche wie 20. Also 10 plus 10 ist gleich 20. Das ist jetzt eine ganz normale Rechnung, wie du sie schon lange kennst. Der Film ist jetzt zu Ende. Das Krokodil und ich, wir sind uns sicher, dass du alle Aufgaben, bei denen du ein größer, kleiner oder Gleichzeichen benötigst, jetzt gut lösen kannst. Servus, deine Frau Hilsenbeck mit Krokodil.